Servus Leute, mein Name ist Odozuka und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Rouge. In der letzten Folge haben wir den Samuel Smith verfolgt und da den Hinterhalt besiegt. Und jetzt verfolgen wir ihn weiter. Wir haben jetzt das Pickelgewehr. Ein mehrschüssiges Gewehr. Und ja. Feuer! Noch eine Pickelattacke. Sie können das Wasser mit Flammen überziehen. Vorsicht, Kate! Wir könnten zur Asche werden. Das ist nichts. Als ein letzter verzweifelter Versuch. Er weiß, dass wir ihn haben. Können wir nicht. Aber ich muss nur sagen halt, dass ich jetzt das Video nochmal aufnehme, weil wie ich es aufgenommen habe, da war dann die Datei beschädigt irgendwie. Oder nicht gescheit gespeichert gewesen. Und deswegen muss ich jetzt nochmal aufnehmen. Also, ja. Wir treffen gleich auf Lanze! Jetzt fahren wir halt da durch. Entschuldigung. Werden da eigentlich da durchfahren sollen, aber nein. Jetzt ist es auch schon wurscht. Also dann nicht wundern, wenn dann irgendwann in der Mitte steht, Sequenz beendet und dann. Der Bastard hat ein Lager. Ja. Folgt niemand lang. Feuert auf keinen Fall mit den Kanonen in der Nähe der wertvollen Schatulle. Ich kümmere mich darum. Dann wählen wir mal den Pfeil aus. Wo soll dein Wurfpfeil sein? Na gut. Naja, da ist auch noch einer, genau. Schießen. Ja, wo ist er jetzt, der Wurfpfeil? Berserk. Wo ist jetzt der scheiß Wurfpfeil? Schauen wir mal. Fertigung. Naja. Okay, dann müssen wir halt ohne Dings auskommen. Ohne Wurfpfeil. Kann man nichts machen. Überlegt, was ihr hier tut, Assassine! Die Bruderschaft bemerkt. Als Maultempler abschauen. So. Das kann nicht sein. Doch. Nein. Doch. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Ja. Ein uraltes Artefakt. Ein Schatz von jenen, die vor uns kamen. Ja. Aber was soll's? Selbst die größten Wissenschaftler aus ganz Europa konnten es nicht zum Laufen bringen. Jetzt fehlt nur noch das Manuskript. Und dann wird alles enthüllt. Genau. Mission abgeschlossen. Ja,
weiter und jetzt steht hier wahrscheinlich Mission, Sequenz abgeschlossen. Also nichts wundern. Immerhin ersparen wir uns dann die Schifffahrt. Was halt ein bisschen der Vorteil ist. Jetzt geht es dann zu dem Insel oder halt zur Stadt Albany. Oder Albany, wie man es ausspricht. Und töten dann wieder einen Templer. Die Sequenz heißt dann Erinnerung. Also Erinnerung. Wir, das Volk heißt es. Und viel Spaß jetzt dann beim Zuhören. Ihr seid da. Der Kongress berät sich noch. George Washington hat die Franzosen bei Jumonville angegriffen. Sie sehen das als kriegerischen Akt. George Washington. Ihr meint Lawrence' jungen Bruder? Ja. Sag ich ja, der Eben Bruder. Der. Apropos Lawrence Washington. Seit ihr ihn eliminiert habt, ist James Wardrop aufgestiegen. Alle Mittel der Templer stehen ihm jetzt zur Verfügung. Was ist mit dem Manuskript? Laut meiner Quellen in New York hat Wardrop es. Ich weiß auch, dass er jetzt hier im Kongress ist, schwer bewacht. Shay, findet Wardrop. Holt das Manuskript. Also. Von Templerwachen. Liam und ich lassen ihn nicht entkommen. So. Also das ist jetzt die Stadt Albany. Albany. Da steht's auch. Ja. Schauen wir mal, dass wir unauffällig da vorankommen. Ja. Und dann warten, bis die Wache kommt. Komm her, die Wache. Geht ja. So, wenn die Wache geht, dann geht die auch und dann kill ich sie schon. Scheiße. Kill ich den dabei. Fertig. Der pfeift auch. So, tot. Man kann das noch immer so machen wie bei den anderen Assassinenteile, dass man halt fladdert, das Geld. Ah, das muss der Templer William Johnson sein. Vielleicht hat er das Manuskript. Oder weiß, wo es ist. Wie bereits festgestellt wurde, brauchen wir die nationale Einheit durch Join einen Parlamentsbeschluss, der den Kolonien größere Unabhängigkeit gewährt. Die Franzosen sind eine Gefahr, auf die wir schlecht vorbereitet sind. Kurz gesagt, uns bleibt die Einheit oder der Tod. Ah ja. Wohl gesprochen, Master Franklin. Aber glaubt ihr wirklich, Britannien gewährt den Kolonien Autonomie? Sie haben keine Wahl, Master Johnson. Ihr wisst am besten, wie abgelegen dieses Gebiet ist. Ja, aber lasst uns jetzt nicht über Politik reden. Ich wollte euch für eure Forschung danken. Natürlich, sicher. Ich konnte die Schatulle nur kurz untersuchen, aber sie ist einmalig. Altägyptisch, sagt ihr? Nun, wie bereits erwähnt, bin ich bereit, sie zu... Ägyptisch. Ägyptisch. Vortrefflich. Wir erhalten die Schatulle in Kürze. Und das Manuskript. Captain? Es tut mir sehr leid, Sir. Master Wardrop gibt sie nicht heraus. Er sagt, es sei zu riskant.
Riskant? Ah. Ich bedauere. Ihr erhaltet das Manuskript und die geheimnisvolle Schatulle in Kürze. Die Schatulle nimmer, weil das haben wir schon die Assassinen. Durch den Smith. Lumpensack in Uniform. Eile nach Fort Frederick und sag Master Wardrobe, er soll das Manuskript schleunigst rausrücken. Sonst hol ich mir seinen Skalp. Lumpensack in Uniform. Lol. Der Rotrock-Captain darf Wardrobe auf keinen Fall erreichen. So, jetzt müssen wir den Rotrock-Captain... Captain... killen. Das machen wir so halt, indem wir... ein bisschen Weg abschneiden. Das ist auch neu mit diesen Dingshaken da. Hui. Jetzt zu Water. Und du meinst. Wie viele kommen dann noch, Mann? Oh, voll ins Bein reingeschossen. So, jetzt reicht's aber auch. So, darauf. Bäume wieder herumjumpen. Und so gelangen wir dann rein in den Fort. Um James Wardrobe ausfindig zu machen und dann zu eliminieren. Oh, das war jetzt knapp. Müssen wir dann den Typen hier da killen? Aha, der tut einfach nur so. Also nicht mehr so experimentieren quasi mit die Waffen. Okay. So, so. Da ist er. Den müssen wir töten. Schütze. Schauen wir mal, ob wir ihn so irgendwie erreichen. Oh ja. Attentatsprung. Oh shit, 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 shit. Soldat, achte auf die Uniform. Wumm. War der tot. Das nehme ich. Du Templerhund. Nein! Genau. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr da tut, Mann. Ich befreie die Menschen von eurem Einfluss. Mann. Wie frei werdet ihr sein, wenn erst die Franzosen in den Kolonien die Befehlsgewalt haben? Diese Kolonien wären viel besser dran, würden die Templer nicht die Strippen ziehen. Wir bringen Ordnung ins Chaos. Wenn alles erlaubt ist, ist niemand sicher. Selbst der Teufel kann die Heilige Schrift für seine Zwecke auslegen. Das stimmt, wahrscheinlich auch. Regresca de Bargi Bastardo. Im zweiten, zweiten Brotherhood und Revolution Teil von Ezio Auditore da Firenze, der Assassin. Eigentlich hätte er nicht sagen sollen, was tut ihr da, Mann, sondern, was tut ihr da, Assassine, eigentlich, aber auch egal. Ah.
Stergo-Herausforderung beendet. Mission abgeschlossen. Ist auch 100%, sehr gut. Fortsetzen. So, bis dahin kenne ich mich jetzt aus. Jetzt kommt was Neues, was ich auch nicht mehr weiß. Und jetzt sind wir wieder auf dem gleichen Stand, meine lieben Freunde. Genau. So müssen wir da hinlatschen. Sperrgebiet. Ach gosh. So. Wer ist denn Schatz hier? Drei Verbesserungen sind derzeit in der Kapitänskajüte verfügbar. Achso, wir müssen wieder weiterfahren, oder? Ja. Und unentdeckter Ort. So. Dann können wir hier hin schnell reisen. Und ersparen wir uns somit auch eine kleine Reise wieder. Mit dem Schiff halt. So, jetzt rein mein Schiff. Captain Cormick ist am Steuer. Los, Segel setzen! Ja. Wow, scheiße, ich dachte schon nicht Rahmen, das ist da. Aber doch nicht. Weichen Kurs einschlagen. Den hier, oder? Genau. Segelbergen! Der Segelmänner! Volle Segelmänner! There's a cold and dreary morning in December. And all of me money it was spent. And where it went, I swear I can't remember. Go down to the ship. So Leute, meine lieben Freunde, die Zeit ist auch schon fast um. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr irgendwelche Anliegen habt oder keine Ahnung, was weiß ich, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ich beantworte es euch dann natürlich. Wenn ihr meine Videos nicht verpassen wollt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Wir sind jetzt auf der Insel Sleepy Hollow, wird von den Briten und an und für sich auch von den Engländern, also von den Briten und von den Spaniern an und für sich besetzt. Weil da mal orange Typen und mal rote sind, also halt Spanier und Briten. Wir labern jetzt noch mit der Frau und dann ist es aus. Also die Episode. Ihr seid spät. Es braucht sich was zusammen. Ja, das sehe ich genauso. Master Franklin, Sir.
Ich heiße Shay und das ist meine Gefährtin Hope. William Johnson bat uns, euch das zu geben. Ah. Danke, aber ich fürchte, ich muss das Experiment verschieben. Verschieben? Warum? Die Armee hat meine Blitzableiter konfisziert. Leider sind sie unerlässlich, um Elektrizität in diese Schatulle zu leiten. Master Johnson würde Verzug nicht gutheißen. Vielleicht könntet ihr ja etwas tun. Die Soldaten schleppen hier ständig Dinge fort. Vielleicht könnt ihr sie fragen, wo meine Blitzableiter sind und sie mir zurückbringen. Steht zu Diensten, Sir. Beginnt eure Nachforschung am Markt bei den Docks. Ich helfe hier bei den Vorbereitungen. Also, sie tun jetzt so, als sie auch Templer wären. Das ist unerträglich. Dass sie das öffnen können. Ich kann kaum noch durchführen. Jeder beschlagnahmt heutzutage Metall. Ja, ja. Die Armee schmelzt es ein und macht Waffen daraus. Krieg zieht ab. Master Franklin, was ist das? Eine Leidener Flasche. Sie speichert Kraft kurzzeitig in Form von durchsichtiger und harziger Elektrizität. Wirklich? Was tut ihr mit der Flasche, wenn sie voll ist? Ah, das, was ich mit allen Flaschen tue. Für dieses Experiment benötigen wir ein ganzes Energiespeichersystem. Alle Einheiten feuern gleichzeitig. Deswegen nenne ich es Batterie. Sie sollte die Schatulle in Gang setzen. Faszinierend. Ah, okay. Jedenfalls, die beschlagnahmte Ware finden, seht ihr dann in der nächsten Folge. Mein Name ist Odotaka und hoffentlich sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.